Die Tage werden kürzer, der Sommer, der gibt noch ein letztes Lebenszeichen von sich, der Urlaub neigt sich dem Ende. Aber wie kann man sich möglichst viel von diesem Urlaubsgefühl und vor allem von der Erholung in den Alltag hinüberretten? Dazu ist jetzt wieder der Arzt und Kommunikationstrainer Roman Scheliger zu Gast bei uns. Schönen guten Tag. Ja, danke vielmals. Wir wissen, der Mensch funktioniert im Urlaubsmodus durchwegs anders als im Alltag. Was verändert sich denn da? Also erstens einmal fangt es mal mit der Vorfreude an, wenn man den Urlaub plant und dann ist es endlich soweit. Man genießt ihn, man wird kreativer, man wird freier, die Rituale werden in den Hintergrund gerückt. Und das Schöne ist auch, Serotoninspiegel steigt, das heißt, Glücksgefühle werden ausgelöst. Und meistens so nach 2-3 Wochen ist man so auf einem optimalen Level und dann muss man nach Hause. Es gibt diesen schönen Satz, und wirst du den Urlaub verbracht, ruhig, still, entspannend oder doch mit der Familie? Also es gibt viele Dinge, die wir im Urlaub dann genießen können. Es ist aber auch eine große Gefahr dahinter, weil je länger so ein Urlaub dauert, desto mehr wird unsere Festplatte jetzt symbolisch gelöscht. Das heißt, Rituale, die wir immer wieder machen, müssen neu gelernt werden. Gerade bei Jugendlichen und Kindern ist es der Fall. Es ist ja durchaus auch für andere, für Erwachsene nachvollziehbar, dass man, wenn man länger weg ist, sich dann möglicherweise ein bisschen schwerer tut, wieder in den Job zurückzukommen. Wie kann man sich denn da helfen? Da gibt es sogar einen psychologischen Begriff dafür, das Post-Holiday-Syndrom. Das kennen wir alle, wenn wir so frisch motiviert aus dem Urlaub kommen und sehen wieder die griesgrämigen Mitarbeiter, die nicht auf Urlaub waren. Dann sind die ersten Tage immer sehr, sehr anstrengend. Man kommt nicht in Schwung, man ist mürrisch, man ist grantig, denkt sich an den Liegestuhl zurück. Und ich glaube, je rascher wir uns darauf einstellen oder wie wir uns vorbereiten darauf, desto besser ist es. Also zum Beispiel nicht am Sonntag zurückkehren und am Montag bereits arbeiten gehen, sondern vielleicht am Donnerstag zurückkehren, vielleicht am Freitag einen Puffertag haben und dann ist am Montag wieder arbeiten zu gehen. Das wäre zum Beispiel ein Tipp. Und noch ein Tipp, den ich Ihnen von Herzen empfehlen kann, ist die Abwesenheitsnotiz im Büro nicht mit dem Tag zu beenden, wo ich wirklich zurückkomme, sondern 2-3 Tage länger. Das gibt mir die Chance, einmal in Ruhe die ersten Dinge abzuarbeiten. Gut, jetzt haben viele nicht die restlichen Urlaubstage oder so viele Urlaubstage noch, dass sie sich da sozusagen so eine Pufferzone danach noch einrichten können. Macht es eigentlich einen Sinn, an das Ende des Urlaubs und an den Alltag und möglicherweise an die Optionen, wie ich mir dieses Erholungsgefühl weiter erhalten kann, darüber schon im Urlaub selbst nachzudenken? Denken, gegen Ende hin? Noch besser schon vorher. Das heißt, einen Schreibtisch zum Beispiel zu hinterlassen, der nicht nur haptisch, sondern auch ideologisch frei ist. Ja? Und nicht, ich lasse das alles nach dem Urlaub, weil dann erschlagt mich diese Arbeit. Das Zweite ist, vielleicht ein paar nette Kollegen zu haben, die einem diese Arbeit wirklich proaktiv abnehmen, wo man dann selber mal sagen kann, wenn ich auf Urlaub bin, übernehme ich dir das Ganze. Ich glaube, es ist auch die Einstellung zu sagen, gut, das war eine wichtige Zeit, ich habe die gebraucht und jetzt freue ich mich auf den Job wieder. Weil ich glaube, dieses Freuen ist ein essentieller Bestandteil, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Sie haben schon kurz angesprochen, für die Kinder ist es mittlerweile oder mitunter eben auch ein Problem, eben vom Urlaub dann wieder zurück in die Schule. Wie kann man da als Eltern den Kindern das möglichst leicht machen, eben diesen Wiedereinstieg dann vom Urlaub, von den Ferien, von der Freizeit in den Schulalltag in dem Sinn? Also bei den Erwachsenen ist es so, 2 Wochen, 3 Wochen Urlaube, Kinder haben 2,5 Monate, im Idealfall 2 Monate auf jeden Fall. Die Twitter-Gruppe dazwischen sind die Lehrer, das sind Erwachsene, aber haben so viel Urlaub wie die Kinder. Da ist es sehr hilfreich, schon jetzt, also so 10, 12 Tage, bevor die Schule wieder beginnt, die Kinder langsam an die Routine wieder zu gewöhnen. Das heißt, früher aufzustehen, früher schlafen zu gehen, das Frühstück vielleicht wieder schultauglich zu machen, vielleicht mit kleinen Kindern den Schulweg zu gehen zum Beispiel. Die Lehrer, die haben vielleicht auch eine Pufferzone, weil sie müssen sich auch in den Ferien dann wieder auf die Schule vorbereiten. Vielen Dank, Herr Scheliger, für diese Tipps. Danke sehr. Und schönen Urlaub. Danke sehr.